Welcome to the Blanton Challenge. Also herzlich willkommen hier zu meinem Blanton Herausforderung. Ich möchte vier verschiedene Blanton Whiskys miteinander vergleichen. Ich habe zwei große Flaschen und zwei Sample Flaschen hier, die ich besorgt habe aus Set. Und die werde ich mit uns heute vergleichen. Wir fangen ganz rechts an. Hier haben wir eine Special Abfüllung für eine M&P Wine and Spirits Festival 2015 in Polen. Und das ist am Blanton 7. 40%. Hier haben wir die ganz normale Flasche. Also the original Single Barrel Bourbon. Also Blantons hat zuerst überhaupt Single Barrel angeboten. Und das war 1984. Und hier haben wir damit zu tun mit 46,5%. Hier haben wir unser Gold bei der Verkostung habe ich neulich gesagt, das kostet zwischen 40 und 45 Euro. Ups, der kostet 45 Euro, der kostet 59 Euro. Gar nicht erhältlich in den Vereinigten Staaten, ist schon was Besonderes, weil das nämlich hier abgefüllt wird bei 50,5%. Also 5% mehr Umdrehungen als hier. Und der Hammer von aller Hammern ist wirklich straight from the barrel. 46,6%. Also das variiert jedes Mal, was für ein Fass das so ist. Aber das ist 46,6%. Alles wurden jetzt hier 2015 abgefüllt. Und das kommt alles aus Warehouse H, Center Cut, also aus der Lagerhalle H. Da in der Mitte, nicht so weit oben, nicht so weit unten, damit das perfekte Klima da ist. Und alles hat ungefähr 7 Jahren hier gereift. Lass uns erstmal riechen. Fangen wir einfach bei 40% an. Ja, kaum Alkohol, bisschen süß. Malz eindeutig, ein bisschen Malz. Nee, Roggen kann ich herausriechen, Entschuldigung. Wenig von irgendwas, Holz oder sonst was. Sehr, sehr süß, also bis hin zu Zuckerwatter süß. Unser Original Single Barrel, mein Favorit bisher. Oh, mache ich echt gern. Ich rieche sofort hier Komplexität für ein Bourbon. Also bis hin zu altes Leder. Oh, Roggen, Holz, Eiche. Richtig, richtig genial. Daran könnte ich eine halbe Stunde riechen, ohne schmecken zu müssen, und ich wäre trotzdem zufrieden. Sehr, sehr gut. Blantons, habt ihr eure Hausaufgabe gut gemacht. Gold. Mehr Alkohol. 50,5%. Dazwischen jetzt etwas Neues zu entdecken, ist schwierig für mich. Also ich kann schon Süße wieder riechen. Ich kann ein bisschen Roggen und ein bisschen Holz, aber überlagert schon vom Alkohol. Da, aber nicht ganz so perfekt ausbalanciert wie hier. Und jetzt der Hammer. Also 64,6%. Okay, Alkohol ist da, aber auch Holz. Eiche, Karamell. Bisschen Leder sogar. Wow, sehr gut. Ich habe ein altes Schuhfabrik in der Nase. Nicht ganz so stark, aber ein bisschen habe ich daran mich erinnern können. Ja, also. Wir müssen wieder hier anfangen. Also bei 40%. Wir arbeiten unseren Weg nach oben. Und ich werde nachher auch ein bisschen Wasser da rein tun. Um das auszuwiegen, ich werde versuchen, alles auf ungefähr 45% runterzudünnen, vielleicht alles auf 40%. Also, wow, fruchtiger verglichen damit. Also, wow, das habe ich gar nicht so bisher gemerkt. Wow, wirklich ein bisschen fruchtiger. Blantons und fruchtig, habe ich nicht erwartet. Gut.
Gleich am Anfang absolut auf der Zunge wohltuend, entwickelt sich ohne große Tamtam, also keine Explosion im Mund, kein Pfeffer. Ist da, kommt runter, Pfeffer minimal, Wärme minimal, fruchtig, aber ist nicht ganz so richtig. Es ist süß. Es ist süß mit dem Geschmack von ein bisschen sogar am Zitrus, also Orange Schale. Ja. Das war diese fruchtige, was ich da mitbekommen habe. Interessant. Gut. Kriegt man da sonst nicht, ja? Also ganz, ganz schwierig. Das war eine Spezialabfüllung, gerade für diese Festival. Habe ich auch Set bekommen, wollte ich unbedingt probieren. Das ist hier mich ein Standard, also der Norm, der Default Mode. Wenn ich Blantons habe, das ist das, woran ich alles messe. The Original Single Barrel. Genau richtig. Kommt im Mund rein, entfaltet sich, gibt den Alkohol ab. Pfeffer, Heat, not too much, nicht so viel. Genug Abgang, lang, smooth, weich. Nicht so süß, nicht so würzig, nicht so viel Holz, aber alles da ausbalanciert, wie ich es gerne habe. Absolut top. Also, wenn ich jemand einen perfekten Bourbon empfehlen möchte und nicht zum Jim Beam Small Batch haben möchte, also Buffalo Trace Distiller, dort kann ich sagen, Blanton's, you're my one. Nun gehen wir hier weiter zu unserem Gold. Ein Moment, Mund ein bisschen her. Neutralisieren. Ja. Ist eindeutig mehr Heat, also Alkohol. Das übertrumpft einiges an diese feinen Nuancen, die man doch vielleicht herausschmecken könnte mit Holz, mit Süße, mit. Nee, Zitrus kriege ich hier nicht. Aber schon ein kleines bisschen. Jetzt bin ich dabei am. Pound Cake, ab und zu mal gibt es diese Orangenschale geliert, also kandiert praktisch. In diese Richtung. Gut, gut. Gold, Gold, Bronze, aus meiner Sicht. Also da fast 20 € mehr dafür zu bezahlen, verstehe ich bis heute nicht. Aber man hat ein Pferdchen, was auch vergoldet ist. Noch nicht mal so richtiges Gold. Und zum Schluss haben wir unser Hammer. 64,6%. Straight from the barrel. Also, ich werde nur nippen, denn ich weiß jetzt schon, das ist zu stark. Ich bin zu schwach. Wow. Ah, au. Nee, zu viel. Und ich rieche nichts mehr. Also nicht zu sagen, dass meine Zunge taub ist, aber ein bisschen ist das so. Das tötet meine Geschmacksnerven oder taubt sie ab. Nee, du Leute, ich kann mich nicht daran gewöhnen. Da muss echter Wasser dazu. Das werde ich gleich hier machen. Also kommt ein und sogar zwei Teelöffel dazu. Hier haben wir einen ganzen Teelöffel. Und hier haben wir dann
Ein Drittel? Viertel? Ja, an der Nase sind die ungefähr gleich. Einen Moment. Von der Alkohol, also der erste Boom, was mich denn da entgegen wartet. Ja, der ist immer noch ein bisschen schwächer. Also ich glaube, ich habe sie 42, 45% hier dann reduzieren können. Ich fange links an und dieses Mal gehe ich rechts, sodass sie alle ungefähr den gleichen Alkoholanteil haben. Noch ein Tropfen überall. Ich bin da noch nicht ganz so. Genau. Gut. Fangen wir jetzt hier an. Straight from the barrel. An der Nase wohltuend, süß. Ein bisschen hat man diesen Holz, diesen Leder, aber nur, weil man sich das einbilden möchte. Hat was. Kommt an, nah, ganz nah dran. Kein Wunder. Gleiche Destille, gleiche Fässer, gleiche Reifungsbedingungen. Es geht hauptsächlich hier um den Unterschied zwischen dem Alkohol und einem gewissen Reifungsprozess. Also das war hier September und das war hier August. Der 24. August gefüllt und das ist das zweite. Also wir reden hier von 10 Tagen auseinander. Ja, und die schmecken enorm ähnlich, wenn man sie auf die gleiche Alkohol runter reduziert. Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt. Jim Murray, der Godfather, der Papst, der die Bibel über Whisky geschrieben hat, hat Blantons flüssiges Gold genannt. Also ich probiere jetzt ein Gold. Eindeutig süßer. Also fast in diese Kategorie. Die beiden sind fast ein bisschen komplexer, bis hin zu Leder, bis hin zu Eiche. Die beiden haben einen Hauch mehr von Süße da drin. Vielleicht hängt es da mit den Barrels zusammen, mit den Fässern. Denn wenn man den ganz stark auch dann anbrennt, verwandelt sich einiges hiervon in eine gewisse Zucker, in Glucose. Und das nimmt diese Whisky mit auf. Vielleicht. Jo. Behaupte sogar blind, den herausriechen zu können von diesen vier. Ah, also, an der Nase immer noch mein Liebling. Auch mit ein bisschen Wasser. Ich habe weniger hier als da und we noch weniger als da. Ist immer noch diese Whisky ausbalanciert. Genau die richtige Menge Süße, genau die richtige Menge Pfeffer, also Alkohol, genau die richtige Menge vom Holz, Eiche und Würze Roggen. Leute, ihr habt eure Aufgabe exzellent gelöst. Spitzenmäßiges Produkt. Und zum Schluss, kein Wasser hinzugetan, 40%. Direkt abgefüllt, wie für diese Festival. Und dort haben wir tatsächlich ein bisschen was, was blumig ist. Blumiger, fruchtiger, als ich das von den anderen drei hier kenne. Ein dummer Gedanke. Vielleicht haben sie Wasser benutzt mit Flavor. Also manchmal gibt es jetzt in Deutschland so Wasser mit einem gewissen Geschmack. Natürlich haben sie es nicht gemacht, das war ein Witz.
Ja, süßer, fruchtiger. Also da kommt tatsächlich diese Zitronenschale damit durch. Also, uno, dos, tres, cuatro. Blanton Original Single Barrel, absolut mein Favorit. Preis-Leistungs-Verhältnis 42, 45 Euro für eine Flasche ist viel. Man hat was davon. Also Leute, gutes Zeug. Hier, straight from the barrel. Ich bin gar nicht sicher, ob man das in Deutschland kriegen kann. Ich habe es nirgendwo gesehen, diese 64, irgendwas Prozent. Wenn man das bekommen kann, warum nicht? Wenn es nur ein Tick teurer ist, dann kann man selbst verdünnen, auch wenn ich ein bisschen faul bin. Gute Sache. Gold ist okay. Besser. Okay. Hat nicht ganz so diese Komplexität, diese Eiche, diese Leder, diese Roggennote, wie ich das so kenne. Und mein Schlusslicht, Festival Special Abfüllung, Blanton's Number 7, M&P Wine and Spirit Festival 2015. War nicht ganz so mein Ding. Für einen Whisky, für einen Bourbon, jo, für einen Blanton, naja. Gut, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich heiße Jason. Vielleicht hast du andere Meinungen. Ich finde es immer ganz cool, diese Vergleiche hier zu machen. Deshalb mache ich auch gerne diese 0,10 Liter. 0,10 Liter, genau, ja. Diesen 10 Zentiliter Flaschen. Denn ich kann mehrere Proben damit machen. Und damit komme ich mehr und mehr auch damit, kann ich mich damit anfreuen. 5 cl wären vielleicht auch ausreichend dafür, um auch zweimal. Aber man konnte nicht drei oder viermal die probieren, testen und genießen. Alles Gute für euch und dann bis demnächst. Vielleicht machst du mein Video und du kannst auch subscriben, abonnieren und das würde mich auch freuen. Bis dahin, tschüss.